Okay, Klaus Ernst. Die Autoindustrie wird auf mittlere Sicht ein bedeutender Wirtschaftszweig in Deutschland bleiben. Was ist industriepolitisch zu tun, um Wertschöpfung und Beschäftigung zu halten und trotzdem die ökologische Wende einzuleiten? Technologieoffenheit ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht nur auf Elektro setzen, sondern wir brauchen auch Wasserstoffantriebe. Die hätten übrigens den Vorteil, dass weniger Wertschöpfung aus Deutschland weggeht. Ein wichtiges industriepolitisches Argument. Und ein zweiter Punkt. Ich bin der Auffassung, wir müssen möglichst wenig durch Verbote regeln, sondern durch Anreize. Ein Anreiz kann zum Beispiel sein, dass wir bei weitem mehr öffentlichen Nahverkehr, besseren öffentlichen Nahverkehr haben und damit die Menschen freiwillig, zum Beispiel in den Städten, auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Was wir nicht brauchen, ist, dass wir letztendlich vorschreiben, wie die Menschen Mobilität zu üben haben. Das, glaube ich, ist der falsche Weg. Dankeschön. Ja,